R-E-W-I-N-S-I-D-E. Was geht? Willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Meine lieben Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es wunderbar, Leute. Denn wir haben gestern Unglaubliches erwirkt. Wir haben gestern einen riesigen Fortschritt bei meinem Haus gemacht, Leute. Ich würde sagen, ich zeige einfach mal ganz kurz hier einen kleinen sexy Ausschnitt, wie das so aussieht, wenn Revi im Livestream sein Haus baut. Bitteschön. Leute, ihr habt es gesehen, da wird auf jeden Fall nicht lang rumgeredet, da wird hart gehasselt, Leute. Und gerade bin ich auch wieder hart am Hasseln, denn ich möchte natürlich noch weiterbauen. Es gibt nämlich noch einige Rohstoffengpässe, die wir jetzt erstmal beseitigen müssen, Leute. Gestern im Livestream ist da noch was anderes ganz Witziges passiert, beziehungsweise eigentlich etwas wirklich Beschissenes, denn wir wurden ein wenig verarscht von Riole. Wir sind gestern zu Riole hingegangen, wollten einfach mal klarstellen, okay, Riole, wieso hast du damals Utopia mit Early Boy gemeinsam angegriffen? Wir wollten einfach wirklich nur wissen, Leute, was es damit auf sich hat. Und weil Riole halt nicht reden wollte, mussten wir ein bisschen härtere Maßnahmen anwenden. Ich würde sagen, schau dir einfach mal ganz kurz das ganze Spektakel an. Hast du sie bekommen? Mach kein Auge, Riole. Mach Ehre. Mach deine Stadt volle Ehre. Wieso hast du damals uns angegriffen? Warum? Ich habe euch nie bewusst angegriffen. Nur verteidigt. Du hast uns verteidigt, Riole. Du hast mit Early Boy im Auge gemacht. Warum? Ich wollte es nicht. Ich wurde gezwungen. Von Early Boy. Early Boy hat mich gezwungen. Also möchtest du mir die Schuld geben? Ja. Riole, können wir dir das glauben? Auf jeden Fall. Guck, ich sterbe hierfür. Riole. Ich ertrinke. Riole, ganz ruhig, Riole. Warum bist du hingegangen und hast uns angegriffen? Ich wurde gezwungen von Early Boy. Er hat mich gezwungen. Was hat dir angedroht? Warum hast du es gemacht? Warum hast du es gemacht? Der hätte mich sonst zu Tode belästigt. Du kennst Early Boy. Simon! Ich heiße nicht Simon. Wie heiße ich? Ich weiß nicht. Ja, dann töt mich einfach. Boah, Digga. Das war's also. Warum steht da? Das war's also. Early Boy schreibt, was ist mit dir? Ich habe meine Augen überall. Guck mal, siehst du, wie ein Allmann das sagt? Nicht, er macht Auge, er sagt, ich habe meine Augen überall. Also ich würde sagen, ich bin weg. Ja, Digga. Ciao. Also ich meine, ich bin wirklich weg. Ich will nicht am Spawn. Wo bist du? Ihr habt alles bei Early Boy weggenommen. Ich habe niemals bei Early Boy gewohnt. Nein. Revi, wir sind so Opfer. Alles klar, okay, dafür. Aber das mit Early Boys Armee stimmt? Vielleicht. Ihr habt's gesehen, Leute. Riole hat dann letztendlich ausgepackt und meinte, Early Boy möchte eine Armee aufstellen und Utopia angreifen. Ich habe keine Ahnung, was damit auf sich hat. Ich habe mich doch größtenteils rausgehalten. Ich habe nur Pat als Anweisung befolgt, Leute. Wir haben da gemeinsam als Gipfel der Schandebewohner quasi gehandelt und haben uns das einfach mal gemeinsam angehört. Bis Riole dann gesagt hat, er hat uns komplett verarscht und wir sind auf die ganze Zeit auf Early Boys Grundstück gewesen. Das heißt, Leute, wahrscheinlich müssen wir damit rechnen, dass dieser geisteskranke Early Boy irgendwann ein fettes Backfire bei uns legt und irgendwann halt anfängt, unsere Stadt zu griefen, irgendwas kaputt zu machen oder sowas, weil wir kennen alle Early Boy Leute. Der Typ ist geisteskrank, der wird nicht locker lassen und der wird auf jeden Fall jetzt ordentlich für Stress sorgen. Aber wir als utopische Ehrenmänner stehen da natürlich drüber, Leute, halten da zusammen und lassen es dann nichts von anmerken. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal hoch zu meinem Haus, dann zeige ich euch mal ganz kurz meinen kleinen Fortschritt, Leute. Ich fahre mir ganz kurz noch ein bisschen Gravel, ein bisschen von dem wunderschönen Sand, den wir nämlich brauchen, denn im Moment mangelt es nur an einer Sache und zwar an Baumaterialien. Ideen habe ich super, super viele, Leute, und ihr glaubt gar nicht, was für ein Fortschritt das Haus schon gemacht hat. Ihr habt ja bereits im Titel gesehen und vielleicht schon am Thumbnail, Leute. Ich habe wirklich echt gestern hardcore viel dran gearbeitet. Weiß aber nochmal für die Leute, die es gestern nicht mitbekommen haben, ich habe natürlich jetzt eine komplette OP-Rüstung, meine Freunde, so ganz easy mal daher gesagt. Lass Bot das Nobles der Revin sein. Das sind komplette OP-Schuhe, Fire Protection, Feather Falling, Depth Rider, Mending. Lass Honorables Increles Pantalones der Revin sein. Das ist die ehrenwerte Hose und die ehrenwerte und unglaubliche Hose des Revin sein. El Pecho Noble der Revin sein. Das ist die noble Brust des Revin sein. Und El Noble Casco der Revin sein ist der wunderschöne Helm des Revin sein. Wie gesagt, ihr seht hier schon den Verzauberern drauf, Leute. Da ist alles drauf. Dann haben wir hier noch ein kleines OP-Schwert. Da fehlt eigentlich nur noch Sharpness 5 drauf. Dann bin ich da auch schon komplett set. Und dann haben wir hier noch mein La Proa Honorable. Barle der Revinzeit. Das ist, meine Freunde, der ehrenwerte Bogen des Revinzeit, mit dem ich auf jeden Fall alles fertig mache. Ihr seht, was da drauf ist, Leute. Ihr habt's gesehen. Das Mending drauf, das Power, das Flame, das Punch drauf. Alles, Leute. Viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ey, Revi, wieso ist kein Infinity drauf gemacht? Ich erkläre euch ganz kurz, warum. Und zwar ist Infinity mit Mending seit der 1.12, in der wir gerade spielen, nicht mehr vereinbar. Das heißt, ich kann nur Infinity oder Mending drauf machen und nicht beides. Hab mich dann aber bewusst für Mending entschieden, meine Freunde, denn so ein Bogen mit einem anderen Bogen zu reparieren, wird ab einem gewissen Punkt einfach zu teuer. Und dann habe ich lieber einen Stack Pfeile dabei, meine Freunde, den ich ja easy im Inventar platzieren kann oder 4 Stacks Pfeile, die wir sowieso aufgrund der Skelettfarm unendlich haben, anstatt halt immer hingehen zu müssen, meinen Bogen zu reparieren, Leute. Dementsprechend habe ich mich dafür Mending entschlossen und ich finde sowieso, dass Infinity eine super, super überbewertete Verzauberung ist. Von daher passt das soweit. So, Leute, ich würde sagen, ich schnack jetzt hier gar nicht weiter lange rum. Ihr seht schon, Leute, ich bewege mich im Wasser dank meiner Depth Rider Verzauberung echt ziemlich, ziemlich schnell. Diese kleine Insel hier vorne wollte ich sowieso mal abgetragen haben, denn irgendwie, weiß ich nicht, ist das zwar ein relativ schöner Strand, aber na, keine Ahnung, ich halte den eigentlich für relativ schwachsinnig. Deshalb, glaube ich, kann man mal hingehen und das hier einfach mal wegmachen. Ich hoffe mal, dass das Wasser jetzt hier wieder eine unendliche Quelle
Welle formt, sodass das nicht hässlich aussieht. Aber ihr seht das hier, meine Freunde, der Ozean frisst sich hier einfach rein, das ist gar kein Problem. Und wenn wir dann jetzt gleich alle Materialien quasi soweit zusammen haben, gehen wir einfach mal rüber zu meinem Haus und ich zeige euch einfach mal, was ich alles noch vorhab, Leute. Ihr glaubt gar nicht, wie viele geisteskranke Ideen ich noch habe. Und ja, Leute, ich weiß, dass Bruce Banner nicht Batman ist, sondern Bruce Banner ist tatsächlich der gute alte Hulk. Aber Leute, ich dachte halt so, weißt du, vielleicht kann man das mal alles ein bisschen remixen und aus Bruce Banner einfach mal Batman machen. Ich habe dann gestern tatsächlich nochmal nachgeschlagen, Leute. Ja, ich weiß, Bruce Wayne ist Batman und nicht Bruce Banner. Danke für die ungefähr 1000 Kommentare dazu. Bin ich mir jetzt auf jeden Fall bewusst meines Fehlers, Leute. Es tut mir wirklich leid jetzt hier die, ich sag jetzt extra Marvel oder DC Community, weil ich keine der beiden Gruppen jetzt hier diskriminieren möchte, Leute, anzugreifen. Dementsprechend auf jeden Fall tut es mir da wirklich sehr, sehr leid. So, Leute, schaut euch das mal an. Alter Schwede. Das macht echt schon einiges her, Leute. Und da kommt nochmal oben ein richtig schönes Staffelgeschoss drauf. Das heißt, kein komplettes Geschoss, sondern nur ein kleines Geschoss, was nicht den ganzen unteren Teil bedeckt, sondern halt nur ein Teil. Das nennt man ein Staffelgeschoss, Leute. Da lernt ihr noch was dazu hier. Dann werde ich quasi anfangen, mich Stück für Stück immer weiter in den Berg reinzubauen. Ich habe vor, eine riesige Batcave zu bauen, Leute, in der ich tatsächlich irgendwann eine Launch-Plattform für meine Elytra-Flügel habe, in der ich Farmen habe, in der ich meine ganzen Werkstätten habe, in der ich ein automatisches Lagersystem habe, in dem ich einen zweiten Auszugspunkt für meinen Aufzug habe, Leute, und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz nach oben und ich zeige euch einfach mal, was es alles so Neues gibt. By the way, muss ich mich da immer noch ein bisschen drüber brüskieren, dass irgendein Affe da vorne hingegangen ist und einfach quasi meinen privaten Strand da vorne abgetragen hat. Das sieht ultra, ultra hässlich aus. Das müssen wir auf jeden Fall mal wieder ausfüllen. Wenn ihr also Informationen habt, wer das gewesen ist, Leute, aus irgendeinem Livestream oder aus irgendeiner Folge, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Morgen kommt noch eine richtig heftige Folge online, weil wir morgen erfahren, was ich mit meinem Geheimprojekt meine. Ich habe nämlich ein krankes Geheimprojekt gebaut, Leute. Und das werdet ihr dann morgen einfach sehen. Ich habe nämlich mit den Villagern etwas gemacht, aber das zeige ich euch später dann einfach mal. So, Leute, passt mal auf. Schaut mal her. Das sieht auf jeden Fall jetzt meiner Meinung nach schon mal richtig, richtig nice aus hier. Ja, ich dachte mir halt, Gravel macht ein bisschen was Besseres her als irgendwie, keine Ahnung, diese komischen Wegplatten. Allein diese Ecke hier, Leute. Schaut euch das schon mal an. Ich meine, wenn ihr das in einem Immobilienkatalog seht, abgesehen von diesen ganzen blöden Fackeln und sowas, das sieht schon so gut aus, Leute. Ich würde es direkt kaufen. Ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach. Und ich habe mich jetzt tatsächlich auf diese ganzen natürlichen Baumaterialien mit dem modernen Beton geeinigt, weil ich finde das eigentlich ganz schön, immer hier solche Sachen reinzumachen. Mit dem Element bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen soll. Ich finde dafür diese Dinger umso geiler. Das ist super, super einfach. Man kann das Haus so schön damit spazieren. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz kurz rein und zeige euch einfach mal ganz kurz, wie ich mir das vorgestellt habe, Leute. Man kommt hier quasi durch den Aufzug nach oben, hat hier so eine kleine Galerie, die hier so ein bisschen natürlich in die Höhle mit eingegliedert ist. Das ist quasi diese Verbindung vom natürlichen Felsen zum meinem Haus hin. Diese Chicken Farm, die werde ich wahrscheinlich nochmal irgendwie umplatzieren. Ich habe die jetzt erstmal da gelassen, weil ich dachte mir halt, warum halt nicht. Dann habe ich hier so einen ganz kleinen Innenhof geplant, meine Freunde, den ich auch ein bisschen überdachen werde. Ich denke mal, diesen Innenhof werde ich noch ein bisschen weiter in den Berg reintreiben, dass ich vielleicht noch so eine kleine Grotte oder sowas habe. Irgendwas auf jeden Fall kommt ja noch hin. Soll einfach nur so ein kleiner dekorativer Innenhof sein. Ich kann ja jetzt auch mit diesen Betonplatten so einen kleinen Kiesgarten anlegen, was ganz schön aussieht, meine Freunde. Dann haben wir hier mein Wohnzimmer. Hier kommt eigentlich nochmal eine Küchenwand hin, an die die Küche rankommt. Also es wird alles relativ offen gestaltet werden. Haben wir hier quasi diesen wunderschönen riesigen Beton. Ich bin auch mit diesen Elementen hier sehr, sehr zufrieden. Die haben zwar keinen großen Zweck, sehen aber einfach nur geil aus, Leute. Hier ein komplett gläserner Balkon. Sobald hier auch einmal ein Dach drüber ist, sieht man auch diesen ganzen Schnee nicht mehr, der hier liegt. Dann haben wir hier diese wunderschöne Aussicht, Leute, ins komplette Land hinein. Wie gesagt, in die Richtung habe ich noch keinen Balkon gebaut, aber da werde ich wahrscheinlich Fenster reinbauen, dass ich mir das Haus von Rotpilz auch immer angucken kann, weil das sieht nämlich auch wahrscheinlich richtig geil aus. Hier habe ich mir überlegt, Leute, würde sich doch ein Kamin ganz gut machen. Wisst ihr, Leute, ich finde die Verbindung von so natürlichen Elementen in einem modernen Haus, es gibt einfach nichts Besseres, Leute. Und von daher finde ich das eigentlich eine ganz schöne Idee. Ja, hier, meine Freunde, mein Infinity Sky Pool, der hier wirklich komplett über allem thront, ja. Das mit dem Eis ist noch ein kleines Problem, das klären wir aber auch noch. Bis hier dann, wie gesagt, einmal eine Decke drüber ist, dann ist das alles ganz easy. Mit dem Ding bin ich noch nicht hundertprozentig zufrieden. Ich denke mal, ich werde das noch ein bisschen überarbeiten, aber ich finde das eigentlich ganz schön so. Diese ganzen Treppendinger hier kommen auf jeden Fall auch noch weg. Das ist alles noch von Petri, der alte Kram. Das wird auf jeden Fall auch noch alles entfernt. Ich würde sagen, Leute, ich zeige euch einfach jetzt mal ganz kurz, wie ich mir das vorstelle mit der Küche. Passt mal auf. Das hier ist übrigens mein neuer Freund Rüdiger, Leute. Der wohnt jetzt bei mir. Petri hat gestern einen anderen von denen umgebracht, Leute. Da war ich echt ein bisschen sauer, dass Rüdiger tatsächlich gestern da gestorben ist, Leute. Fand ich jetzt nicht ganz so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, man muss da halt drüber stehen. Geht halt nicht anders. So, passt mal auf, Leute. Machen wir einfach mal ganz kurz den hier. Und dann zeige ich euch ganz kurz mal, wie ich mir das vorgestellt habe eigentlich. So, passt mal auf. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz hin, Leute. Und ich präsentiere euch mal ganz kurz ein kleines Design, was ich mir für die Küche überlegt habe. Und zwar wollte ich hier einfach einen kleinen Raumtrenner machen. Ungefähr sowas hier. Mit einer plainen Betonwand. Das heißt, eine Wand, wie sie halt hier aus grauem Beton ist. Ist das denn so symmetrisch, Leute? Das ist ganz wichtig, dass die Symmetrie auf jeden Fall gewahrt ist. Passt dann soweit. Passt mal auf. So. Ich mache nochmal ganz kurz ein bisschen mehr davon. Dann zeige ich einfach mal ganz kurz, wie ich das gemeint habe. Und dann kann man da auf jeden Fall wunderschön eine Küchenzeile hinsetzen. Ich gehe gerade so kreativ auf in diesem Prozess, Leute. Es ist gerade einfach wieder so heftig, wie viel Spaß das macht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich freue mich da auf jeden Fall auch über die ganzen Leute, die Livestreams immer reinschauen, Leute. Das ist auf jeden Fall echt eine ziemlich, ziemlich nice Angelegenheit. Ich bin euch sehr dankbar für den ganzen Support gerade unter den Craft Attack Videos. Und wenn es euch Spaß macht, meine Freunde, macht es mir doppelt so viel Spaß. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Die nächsten Streams und die nächsten Tage werden auf jeden Fall geisteskrank gut. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall genug von dem Kram. Ich gehe einfach mal ganz kurz hin und ziehe diese kleine Zwischenwand an. Ihr könnt auch immer wieder gerne in die Kommentare schreiben, Leute, wie ihr das findet, was ich hier mache. Wenn ihr etwas scheiße findet, dann sagt mir das bitte unbedingt, damit ich da auf jeden Fall Bescheid weiß. Ich bin aber der Meinung, dass das eigentlich
eigentlich so ganz schön aussieht. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier rüber, nehmen uns dann ganz kurz ein kleines bisschen Wasser und lassen einfach mal die Magie geschehen, meine Freunde. Passt mal auf. Relativ easy. Wir gehen einfach hin, gießen jetzt einfach mal den Beton hier drüber. Der Beton wird auf jeden Fall jetzt gehärtet. Ihr seht das hier schon, es verändert sich alles. Es wird zu einem festen Elementblock und jetzt können wir einfach mal hingehen, Leute. Und schaut euch mal bitte das an. Stellt euch jetzt mal vor, ja? Stellt euch jetzt mal bitte vor, ihr habt so ein Haus im echten Leben, Leute. Ich würde dafür töten, wirklich, Leute. Jetzt kommt nämlich hier einfach diese wunderschöne, einfache Betonwand, meine Küchenzeile dran. Hier ganz plain, ganz klar, Leute. Auf der Rückseite vielleicht eine Bar oder sogar ein Badezimmer, was ganz offen gehalten wird. Also Leute, ich glaube, dass ich da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg bin, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat diese wunderschöne Folge gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, smasht auf jeden Fall einen wunderschönen Like-Button nach oben, meine Freunde. Wenn ihr Bock auf einen kompletten Baustream habt, dann machen wir das am Dienstag einfach mal. Dann wird auf jeden Fall am Dienstag ordentlich reingebaut. Wie gesagt, mit dieser Geschichte mit Early Boy, da kümmern wir uns drum. Wir Utopianer stehen da auf jeden Fall, unser Mann stehen da zusammen, meine Freunde. Für die Ehrenmänner aus Utopia, Leute, lasst unbedingt mal 20.000, 30.000 Daumen nach oben da, einfach mal zu zeigen, wie stark die Provinz Army ist. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns am Dienstag um 19.30 Uhr bei einem weiteren Stream oder morgen um 12.30 Uhr bei meiner Folge zum Geheimprojekt. In diesem Sinne, meine Freunde, macht's gut, haut rein, auf Wiedersehen. Ich küsse eure Augen rechts, links, oben, unten. Macht's gut. Ciao, ciao!